Wir sind on air oder on video. Ich hab's schon, danke. Schönen guten Morgen. Morgen. Tag 3 in die Westdeutschen. Ponte Canale, dritter Tag. Viel gesehen haben wir schon, oder? Ja, auf jeden Fall. Richtig cool gewesen. Sehr geil. Also wenn man jetzt Sternfahrten macht in jede Richtung. Für uns ist es nur eine Richtung offen, Richtung Westen, Richtung Francia. Frankreich. Wir fahren Richtung Frankreich heute. Kolonielle, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist ein relativ hoher Passübergang. Geht auf 2,8 knapp, oder? Mhm. In die Richtung, genau. Ja, alles das fällt. Danach schauen wir, wir wollen bis auf 3,1 rauf. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Es ist schon wieder Wind, gell? Ja, es ist Wind, ja. Verzeih ein bisschen was zu deiner Windphase. Schönes Platzzeug gefunden, ja, aber es genau, geht echt genau. Richtig wieder, ja. Gehört dazu, wahrscheinlich ist es halt so, dass einfach das Wetter dann wesentlich besser ist. Ja, es war eigentlich bewölkt, bin kein Wind gegangen wahrscheinlich. Genau. Genau. Und von dem her mögen wir zufrieden sein. Ja. Nein, heute ist wirklich warm schon in Relation. Ja, Relation. Wir sind ja auf 1800 da irgendwo schon, glaube ich, so oder so. Also von dem her echt super. Kommen gleich zum ersten Tag, ne? Nein. Und packen diese zu. Ja. Passt. Stecken wir uns auf die Kamera, da hingeht's. Und es fährt einfach jeder durch. Es fährt einfach echt jeder durch, oder? Ich vermute vielleicht wegen einem Schneefall die letzten Tage. Wahrscheinlich, ja. Dass ich zugehabt habe. Wenig los halt. Wahnsinn. Gar nichts ist los. Tags, wenn wir jetzt kommen, ein Schneepflug. Max! Nicht mehr weit bis zum Pass. Ja, jetzt sind wir gleich mal hoch. So, da vorne ist die letzte Kerbe. Dann sind wir am Pass. So steht da. Aber es ist halt saukalt. Weil es hat gestern wieder geschneit. Und es ist alles frisch ausgegangen. Dadurch umso schöner. Aber der Wind ist eiskalt. Die letzten Meter zur Grenze nach Frankreich. Ciao, Italien. Yes, so, wir sind am Pass herum. Die Pässe. Da bin ich zu gut. Ah, ja, ist echt cool. Damals ein wünschtes Platz gesucht. Es war gar nichts los. Es waren, in Summe waren es jetzt 5 Autos. Offiziell ist der Pass gespart. War aber super fahrbar. Was ich gewundert habe, ein paar Motorradfahrer sind durch. Da hätte ich mehr geschockt, wenn es da eisig ist und so. Obwohl mit so Tourenmaschinen, zu zweit schleift man die schon durch. Ja, so schaut die Aussicht aus bei uns jetzt. Richtig krass. Genau. Und ganz da draußen sind wir gestartet. Wir haben jetzt ungefähr noch 250 Meter auf dem Gipfel. Schwierig. Aber machbar. Aber machbar. Mhm. Wir haben wasserdichte Socken mit und Gamaschen. Ja. Genau. Und die Nies ziehen wir dann auch zum Aufgehen. Dann ist das eigentlich super vertretbar. Komplettmontur. Genau, Komplettmontur. Das ist da ganz cool, weil dann frierst du nicht aus. Oben am Gipfel, mir ist nicht so, dann ist oben am Gipfel warm, wir fahren dann gleich wieder an. Die ursprüngliche Überschreitung mit der Querung, was ich noch machen wollte, mit ein paar so Lost Places, haben wir es lassen, weil es einfach zu spät im Jahr ist und ist mit, da kommen wir über 3000 Teile wieder rauf und es kalt ist und macht ja frisch keinen Sinn. Genau. Jetzt hat ein bisschen was gegessen. Traditionell für uns Wurst, wie immer. Käse, Brot und Riegel. Ja. Genau. Eigentlich einen krassen Diätplan haben wir. Cool, oder? Ja. Super. Viel mehr gibt es jetzt zum Sagen. Das heißt, wir noch nicht. Ja. So, vom Pass geht es jetzt ein paar Meter hoch und dann geht es nur auf den Gipfel. Oh, schau mal bitte, wie viel Schnee da einer geworden ist. Total. Krass! In der Nacht sind so Eising gewiss wie ich Eising. Probieren wir mal. Thank you.
Erzähl mal auf dem Joch. Schau dir mal die geile Aussicht an. War Wahnsinn, oder? Ja. Yeah, wir haben es geschafft! In seit 2009, drei Tage. Mega. Hey, gib's nicht mal das einfach. Es ist. Ja, gibt keine Worte, oder? Da drüben, das war grau, das ist einfach alles. Nein, Schnee. So geil. Es hat in der Nacht angezuckert, unten fängt es einfahren und die Wolken und auch zurück Frankreich. Bamst du mein Rucksack? Na klar, wie immer. Da hinten ist Frankreich, genau. Sind wir jetzt eigentlich? Wo sind wir? Ja. Wir sind jetzt in Frankreich. Geil. Italien gestartet. Gibt viel Frankreich gemacht und fahren wieder nach Italien an. Ist das geil. Wow, krass. Die Kulissen ist atemberaubend. Und vor allem, der Wind hat sich ausgezahlt. Weil jetzt herum geht es einigermaßen. Und wir haben halt so geil klare Luft. Und die paar Wolken machen mit den Fotos so geil. Da unten ist der See in Castel Delfino, oder? Ja, genau. Genau, wo wir jetzt jeden Tag vorbeigeradelt sind. Genau. Monte Canale. Und da drüben. Ups, jetzt muss ich auf die Kamera drücken, dass man es sieht. Und da drüben. Genau, ist der Monte Vios, der ganz hohe. Und da drunter, das war den ersten, was wir gemacht haben. Sau geil. Und für uns geht es jetzt da hoch. Mega. Ja, dazu. Max der Querung, oder? Ja.
Brutal. Ja, es hat echt teilweise 2 Meter Schnee. Wo die Sonne liegt, ist es echt herzig. Schau es mal an. Hey, du singst ja schon bis zum Becken rein. Ich kann es nicht vorstellen, wo ich bin. Ich schau kein Messer. Hey. Scheiße. Ja, voll. Oh, we're still here, flipping coins about what's to come. It starts getting cold, and we don't know any way. Yet we'll try to understand how it all started to go wrong. But the sea is way too deep, yeah, it's deeper than we could ever go. Okay.